einem schon so vor, als wenn wir so ein altes Ehepaar wären. Naja, kompetent wie alle anderen auch. Ja, ja, ist ein sehr guter Motivator auf jeden Fall. Und kann auch eine Drecksau sein. Okay. Hallo liebe Leute, hier sind wir wieder im Studio 23 in Frankfurt, irgendwo im Nordend. Der junge Mann neben mir ist der Michael Mainz. Jung, danke, danke. Ja, relativ jung noch im Vergleich zu mir. Wie gesagt, das ist der Michael Mainz, der ziemlich bekannter Producer ist in Deutschland und anderswo. Und der auch die letzten beiden Tankerhard-Produktionen, Volume 14 und A Girl Called Cerveza gemacht hat. Und sehr bekannt wurde seine Arbeit für die Bösen Onkels und Der W und auch schon mit DLD, Disbelief und bei anderen geilen Bands wie Toxpack gearbeitet hat. Und ja, der ist gerade mit dem Gerre dabei, die Vocals aufzunehmen für RIB, das am 20. Juni bei Nuclear Blast erscheint. Micha, wie laufen die Arbeiten? Ihr seid jetzt seit 5 Tagen, glaube ich, dabei, die Vocals zu machen. Ist ja auch immer relativ tricky, weil Gesang ist ja ganz wichtig. Vor allem das Tüpfelchen auf dem I und eins der letzten Sachen, die du machst, weil der klassische Ablauf ist ja klar, Drums zu Beginn, dann Bass und Gitarre normalerweise. Und ja, im Moment läuft alles nach Plan, wir sind gut in der Zeit, liegen im Schedule und sind eigentlich mittendrin mit den Vocalaufnahmen. Wir haben noch 5 Songs aufzunehmen, ein paar Soli müssen noch gemacht werden, Rhythmusgitarren sind fertig. Der Bass fehlt noch, das machen wir diesmal hinterher. Aber wie gesagt, wir liegen im Zeitplan und alles ist gut soweit. Super. Hast du diesmal irgendwas anders gemacht als bei den letzten beiden Produktionen? Also gravierend anders oder sind das eher nur Nuancen? Ja. Naja, Nuancen wird sich die Arbeitsweise vielleicht schon hier und da mal unterscheiden, oder? Gibt ja auch vielleicht neues Equipment in der Zwischenzeit oder neue Rechner. Ja. Nee, also prinzipiell haben wir jetzt kein generell neues Equipment. Ein paar Tools sind schon anders geworden oder ein paar Plugins, jetzt was die Computersoftware angeht. Aber der normale Ablauf ist eigentlich sehr ähnlich diesmal bei der Produktion. Aber meine Philosophie ist immer, oder meine Erfahrung, dass jede Produktion so einen eigenen Zeitstempel bekommt. Das heißt, würdest du die eine Produktion jetzt nochmal in 3 Monaten beginnen und aufnehmen, gibt es ein ganz anderes Ergebnis, weil du beginnst, es gibt diverse Sachen, die du eben einstellst oder einen Sound, den du verfolgst, der sich dann entwickelt und mit jedem weiteren Instrument eben ergänzt und du hast dann irgendein Ergebnis und alles, was du machst, beeinflusst sich gegenseitig. Das heißt, du formst über diese ganze Produktion hin den Komplett-Sound und hast am Schluss das Paket dieser Epoche, dieser 4 Wochen oder 6 Wochen, je nachdem, wie lange du eben am Start bist oder produzierst und machst dieselbe Platte im späteren Zeitpunkt nochmal, kann das sein, dass es ganz anderes Ergebnis gibt, soundtechnisch. Interessant, ja. Hast du einen Lieblingssong bis dato? Ich meine, die Produktion ist noch nicht beendet, von daher ist es vielleicht noch ein bisschen schwierig. Alles geil. Nee, ja, es ist in der Tat schwer. Also man hat so ein paar Faves, wo man merkt, die gefallen einem jetzt ganz besonders gut, wenn ich drüber nachdenke. Es gibt einen Party-Song auf der Scheibe, den finde ich eigentlich ganz witzig, auch total Tankard-like und wird die Fans mit Tankard noch mehr zusammenschweißen. Party and Over heißt der, Party and Over Till We Say So, also bis Tankard praktisch sagt, jetzt haben wir genug, läuft der Laden. Und im Gegensatz dazu gibt es auch eine relativ traurige Nummer, wo es um einen Tod von einem Freund, glaube ich, von Gary geht, Hope Can't Die, was, wie gesagt, von der Intention genau das Gegenteil ist, aber auch sehr geile Riffs und sehr intensiv gesungen ist und so. Finde ich 2 Songs, die mir so ein bisschen, noch besser gefallen haben. Die Jungs sind ja auch recht diszipliniert, was das Alkoholtrinken während den Aufnahmen anbelangt. Haben sie zumindest behauptet. Ich weiß nicht, ob sie da geflunkert haben. Du einspielst auch ab und zu mal einen Shoppen oder ist das verboten? Verboten ist es überhaupt nicht, aber ich mach's auch nicht. Also, machst du echt nicht? Nee. Studio eintrommelst, trinkst du da 1-2 Shoppen, um warm zu werden oder bist du da stocknüchtern? Nein, das geht nicht. Das geht echt nicht? Nur Wasser. Okay, also bist du richtig eisern? Ich bin sehr eisern, ja. Gut, es gibt kein offizielles Verbot, habe ich mir sagen lassen. Stimmt das? Nee. Also, es gibt ja Producer, die, glaube ich, sagen, du kommst mir hier nicht mit Bier in meinen... Nein, also es gibt da keine Ansagen, es gibt nur, ihr wisst, was ihr zu tun habt, solange ihr euch konzentrieren könnt und das, was da kommt, geil ist, könnt ihr machen, was ihr wollt, im Kopfstand singen, im Liegen spielen, ist mir scheißegal, aber ich muss sagen, Tankard ist wirklich diszipliniert, bin überrascht, Gerre
hat, glaube ich, noch überhaupt kein Bier getrunken. Ja, er wartet bis zum letzten Song, hat er gesagt. Stimmt, da haben wir so eine Tradition, wo man ein Bierchen aufmacht. Und nach Feierabend trinkt man natürlich mal ein Bier, beziehungsweise Andi oder Olaf sagt, Dankeschön, das haben wir uns verdient, ist auch so. Aber bei den Aufnahmen alles gut und ich glaube, sehr vorbildlich im Vergleich zu, was man so vermuten würde. Letzte Frage. Girl Called Cerveza war immerhin auf Platz 32 in den Charts. War schon eine nette Überraschung für alle Beteiligten. Würdest du irgendeinen Tipp abgeben? Jetzt einfach mal so spaßeshalber, weil so wirklich voraussehen kann man das nicht. Ist eigentlich auch relativ egal. Ist schön, wenn es in der Vita steht. Es bringt einem aber bei den Verkaufszahlen heutzutage nicht unbedingt einen neuen Porsche ein. Das stimmt, aber ich finde es symbolisch toll, wenn man da erscheint in Charts, in den Top 100 und alles, was unter der 50 ist, ist auch schön erstmal zu sehen. Ich sehe es mal sportlich, man muss sich ja steigern. Top 20 wäre fantastisch. We burn, burn like fire, until we go mad. We thrash, thrashing higher, not one day.